Der Start der zweiten Börsenwoche, der ersten regulären, langen, richtigen Börsenwoche in diesem Jahr. Und der DAX, der hat ganz gut vorgelegt schon in den vergangenen Tagen. Das war ein sehr, sehr starker Jahresstart, gerade am 2. Januar mit einem Plus von rund 2%. Bei mir Ingo Schweizer von der ANZK Vermögensbetreuungs AG. Wir wollen über den Jahresstart reden und über die Möglichkeiten, wie es dann im Jahresverlauf aussehen könnte. Zunächst mal grundsätzlich gefragt, wie bewerten Sie denn die ersten Börsentage des Jahres? Das ist ja nett, dass man aufgrund der ersten Börsentage das ganze Jahr nachher im Blick haben könnte. Die ersten Tage waren natürlich geprägt von der Ratifizierung der Republikaner, dass sie dann endlich der Fiscal Cliff zugestimmt haben. Und das hat halt die 2% gebracht. Mehr war es aber tatsächlich nicht. Das war eine eigentlich abgewartete und Reaktion, die hätte kommen müssen. Nun ist es ja so, und ich habe das schon leicht angedeutet und Sie haben süffisant schon retourniert, dass viele Auguren ja sagen, ist der Start in das neue Jahr, in den Januar hinein gut, könnte das auch gute Auswirkungen haben auf das Gesamtjahr? Man beruft sich dabei auf statistische Effekte etc. pp. Was halten Sie davon? Gar nichts. Klar kann man alles irgendwo nachher aus der Vergangenheit über Statistik erklären, aber dann müssten wir tatsächlich den Januar abwarten. Es war, wie gesagt, tatsächlich nur die Ratifizierung. Und im Grunde ist das Fiscal Cliff nur 2 Monate verschoben. Die nächste Wahl ist Italien, die übernächste Wahl ist Spanien und im Oktober kommt Deutschland. Insofern kann ich nicht von den ersten 2 Tagen ableiten, wie das gesamte Jahr wird. Also sind wir schon mittendrin mit dem Blick aufs Gesamtjahr und Sie haben schon ein paar Risikofaktoren angesprochen. Darf ich interpretieren, dass Sie aufgrund der politischen Entscheidungen, aufgrund der Wahlen weiterhin Unsicherheiten erwarten an den Börsen? Also ich erwarte Unsicherheiten, aber ich erwarte auch auf der Gegenseite, dass sich der Markt sich von dem Krisenszenario etwas entfernt und wir eher in diese Normalität hineinkommen und sagen, die Krise ist beherrschbar. Was dagegen spricht im Moment, ist tatsächlich die politische Situation. Das heißt, wir werden auch dieses Jahr mit erheblichen Schwankungen arbeiten müssen. Wie sollte sich der Privatanleger darauf einstellen? Diesmal kontinuierlich wie letztes Jahr den Markt tatsächlich verfolgen. Und ich würde mal sagen, jeder schwächere Tag ist eigentlich eher ein Kauftag. Weil wenn ich mir die ganzen anderen Alternativen anschaue, ist die Aktie immer noch alternativlos. Und das nicht nur vom absoluten Preis her betrachtet, sondern eher von der Relation. Und das ist das Wichtigste. Und wenn man dann regelmäßig einsteigt, dann versäumt man nicht die 30% plus, wie sie der DAX im vergangenen Jahr gemacht hat. Da ging es ja auch deutlich aufwärts und viele Privatanleger waren gar nicht mit dabei. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass es durchaus an schwächeren Tagen Kaufkurse sind? Also hören wir mal auf mit den 30% letztes Jahr. Letztendlich war es tatsächlich, als Draghi sagte, er kauft alle Anleihen auf und dann ging es sukzessive weiter nach oben. Und diese Salamitaktik, wie man auch vom Markt fallenden Kursen her kennt, wurde diesmal in steigenden Kursen gemacht. Woher ich die positive Interpretation nehme für das Jahr 2000, ist relativ einfach. Wir haben immer noch im DAX trotz des Anstieges ein KGV von nicht mal 12. Die Alternativklassen im Rentenbereich, 10-jährige Bund steht bei 1,52, Reziproka Kapitalmarktwert oder Renten-KGV ist bei 65. Das heißt, ich habe das 6-fache an Risiko in einer Rentenanlage. Und wenn ich einen Immobilienmarkt nehme, ich komme ja aus Süddeutschland, nehmen Sie München, da ist die Immobilienrendite bei 2% oder das Miet-KGV bei 50. Alles spricht für die Aktie. Und die Frage ist zum Beispiel auch, was die Emerging Markets an Rückenwind bieten können in diesem Jahr. China hat in den vergangenen 1-2 Jahren geschwächelt, nicht eigentlich mit unserer Brille, mit Wachstumsraten von 6,5%, aber es wurde immerhin so interpretiert. Glauben Sie, dass da wieder mehr Rückenwind auch von den Schwellenländern, von den Emerging Markets kommt? Ja, eindeutig. Also wenn wir uns mal nur auf China blicken, dann gibt es einen ganz einfachen Grund dafür, wie jeder, der ein neues Unternehmen übernimmt, versucht im Vorfeld, und das ist die neue Regierung in China schon letztes Jahr gewesen, die Zahlen etwas zu drücken. Ich bin fest der Meinung, dass der neue Regierungschef zum Beginn des neuen Jahres, das ist der 4., 5. Februar diesen Jahres, sicher noch mit einem Konjunkturprogramm kommen wird. Und das könnte sehr hilfreich sein. Hinzu kommt einfach auch noch den niedrigen Zinsbereich, den Anstoß der Reformen. Und Europa könnte so ein bisschen aus diesem Reformstau herauskommen. Siehe, Griechenland hat die erste Meldung gemacht, dass der Primärüberschuss das erste Mal tatsächlich positiv wieder ist. Natürlich nach Zinsen. Das muss man immer noch dabei berücksichtigen. Aber es sind die ersten positiven Zahlen aus Europa. Und halten wir fest, kurzum, leichter Daumen rauf für die Börsen in diesem Jahr, höre ich daraus. Ja, eindeutig. Ich will die 10.000 nicht sagen, aber wir werden das All-Time-High testen und vielleicht sogar noch ein Stück höher gehen können, ja. Also, ein optimistischer Ingo Schweizer von der ANZK Vermögensbetreuungs AG. Er sagt, neue All-Time-Highs sind drin. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.